Einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen Sonntag für euch heute. Heute in meinem heutigen Video will ich mal noch einen kleinen Nachtrag machen mit Krankenversicherung. Ja? Ich habe also einige Zuschriften bekommen von euch und einige Fragen halt, ja, wo bist du versichert und wie heißt deine Versicherung und sowas. Da wollte ich noch einen ganz wichtigen Nachtrag machen, den man nicht vergessen sollte bei Suche einer Versicherung. Das kommt gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, ihr wisst ja, ich bin bei der Aetna Krankenversicherung versichert, bin auch sehr, sehr zufrieden mit meiner Versicherung, das muss ich immer wieder betonen. Ich hatte also jetzt schon Schadensfälle mit mir und meiner Frau von über 1 Million, die also tatsächlich von der Aetna komplett beglichen wurden, ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Dinge, wo man also irgendwas beanstanden könnte. Es wurde also alles anstandslos wirklich bezahlt, ne? Und da muss ich echt sagen, das finden wir nicht überall, weil wie gesagt, Versicherung ist ja immer nur so gut, wie sie im Schadensfall eben für einen eintritt. Ja. Nun gut, also der wesentliche Punkt ist, ich wurde also angeschrieben von einigen Zuschauern halt und die wollten mehr Informationen über meine Versicherung. Und das Wichtigste, das habe ich erst eigentlich ganz vergessen, das muss ich euch wichtig sagen. Ich bin ja jetzt schon mehr als 10 Jahre in dieser Versicherung. Ja. Das heißt also, ich bin vor 50 eingetreten. Ja. Und da ist der wichtigste Punkt, den man wirklich nicht vergessen sollte. Wenn man jung genug ist, ist das wirklich, dann ist das okay. Außer warum? Es ist nämlich so, dass diese Versicherung, wenn man frühzeitig eintritt, also vor dem 50. Lebensjahr, dass diese Versicherung dann auch lebenslang Garantie gibt, dass man bei ihr Mitglied sein darf. Ja? Und das ist der springende Punkt. Deswegen hier noch der Nachtrag. Und in diesem Nachtrag möchte ich euch erklären, was ganz wichtig ist bei den Versicherungen, das Alter. Das Eintrittsalter einer Versicherung ist der wichtigste, fast der wichtigste Punkt von allem. Ja, auch wenn man keine Vorerkrankungen hätte und solche Dinge halt, die noch auch nochmal extra behandelt werden müssen. Ja, es ist ganz einfach so, wenn man eben schon über 60 ist und das speziell mit meiner Versicherung, ist es halt tatsächlich so, dass man hier nur eine Garantie kriegt, bis man 70 Jahre alt ist. Ja? Und das ist der springende Punkt, das sollte man nicht vergessen, das ist nämlich richtig schlimm. Weil welche Versicherung nimmt dich noch mit 70 Jahren? Ja? Die Versicherung ist ja ganz klar, die wollen Geld verdienen. Ja? Und da wird dich kaum eine Versicherung noch nehmen mit 70, wo das Risiko einfach zu groß ist. Ja? Und das ist der springende Punkt hier bei der Aetna. Sie wollen natürlich auch so arbeiten, dass sie Geld verdienen. Und das ist natürlich bei einem älteren Menschen sehr schwierig. Ja, am besten, man sollte nicht krank werden und immer nur einzahlen. Ich meine, da sind die Versicherungen wohl alle gleich. Ja, Gewinnmaximierung, und da ist halt der Punkt, wo ich sagen muss, ganz gefährlich. Also lasst euch da bitte nicht verirren. Lest diesen Vertrag durch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, nicht nur denken, was kostet das? Ja, manche sind dann geblendet, weil der Preis so wunderbar günstig ist, aber das ist ja auch der falsche Weg. Man sollte wirklich nachschauen, dass diese Versicherung diese Sachen abdeckt, die man braucht, die für einen wichtig sind. Ja, für mich ganz, bei mir halt, bei meiner Versicherung ist ganz schlecht, so wie ich das sehe, dass er halt die Leute nur noch bis 70 versichert, die also ab 60. Lebensjahr eintreten. Ja? Und da kann man das vergessen. Also in dieser Hinsicht würde ich also meine Versicherung dann nur empfehlen, wenn man tatsächlich noch keine oder erst 50 ist und dann eben auch eine lebenslange Garantie hat. Ja? Das ist ja letztendlich das Allerwichtigste. Ja, das Alter ist halt ein wichtiger Punkt, ja, weil was nützt mir eine Versicherung, die mich eben nur versichert, bis ich 70 Jahre alt bin? Weil dann ist ja eigentlich die Zeit, wo ich ja am allerwichtigsten eine Versicherung brauche. Ne? Also deswegen, wie gesagt, da ist die Aetna natürlich, hat den großen Minuspunkt da drin. Die ist wirklich nur zu empfehlen, wenn man in jüngeren Jahren schon eintreten kann und kann dann diese Versicherung dann auch bezahlen bis zum Lebensende halt. Ne? Das ist ganz wichtig. Also darauf achten eben, welchen Vertrag ihr da unterschreibt. Erkundigt euch genau, vor allen Dingen über die Laufzeit, eben wie lange die Versicherung einen versichert. Weil das sind so Dinge, die sie einem oft gerne verschweigen. Ja? Also das ist wirklich ganz wichtig. Dann noch eine Sache mit den Vorerkrankungen. Also glaubt mir,
Dinge auch die Vorerkrankungen angeben, weil wenn die Versicherung einen großen Betrag bezahlen muss, dann ist das echt eine schwierige Sache. Wenn du da was nicht angegeben hast, das kann deine ganze Versicherungspolice da eben gefährden. Ja, deswegen auch solche Dinge angeben, unbedingt, das ist wirklich ganz wichtig, das sollte man machen. Was mir selbst auch noch sehr wichtig ist eben, dass die Versicherung auch die Abrechnung direkt mit dem Krankenhaus macht, das ist bei meiner Versicherung auch. Ich muss also in keinster Weise selbst in Vorleistung treten. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel meine letzte Krankenhausaufenthalte, die zwei, die haben also umgerechnet über 9.000 Euro gekostet. Ja, jetzt ja, wer hat schon 9.000 Euro gerade mal zu Hause liegen? Ja, viele haben ja ihre Rente die im Monat und die reicht dann hierfür zum Leben und die Versicherung etc. Aber man kann schnell mal kaum jemand schnell mal 9.000 bis 10.000 Euro einfach hinlegen, sage ich jetzt mal, ja. Und deswegen auch da immer darauf achten, dass die Versicherung direkt mit dem Krankenhaus abrechnet. Ja, das habe ich also auch jetzt schon öfters gehört. Und dann wichtiger Punkt auch noch, auch schauen, ob das Krankenhaus eben irgendwelche Vorgaben macht, in welches, oder die Versicherung meine ich natürlich, in welches Krankenhaus man eben rein soll oder wo man rein darf. Meine Versicherung hat da keine Vorgaben gemacht. Ich kann also in jedes Krankenhaus gehen und bekomme dann bis zu meiner Versicherungssumme eben das auch bezahlt. Ne? So, wichtige Sache auch, man könnte jetzt sagen, ja, ich habe nur 3 Millionen. Ich habe also meine Versicherungsdeckungssumme ist nur 3 Millionen. Das kann natürlich zu wenig sein, wenn ich im Bangkok-Hospital bin oder bei einer schwierigen Krankheit. Ich muss es aber auch bezahlen können. Nützt mir alles nichts, da ich da unbegrenzte Deckung habe und kann es letztendlich monatlich nicht bezahlen. Ne? Ganz wichtig, auch dann, wenn ich jetzt so eine Krankheit hätte, wo ich also wüsste, okay, das ist eine langwierige Sache, kostet viel Geld, dann würde ich natürlich auch nicht ins Bangkok-Hospital gehen. Dann würde ich in eine staatliche Klinik gehen, auch da bekommt man geholfen. Also ist ja nicht so, dass die schlecht sind. Die haben ihre Ärzte und tun einem genauso versorgen wie das Bangkok-Hospital auch. Vielleicht nicht ganz so exklusiv und luxuriös wie ein Bangkok-Hospital. Aber man muss halt dazu sagen, man kann es bezahlen. Ja, und letztendlich wird einem geholfen und das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall, Versicherung ist ein ganz wichtiger Punkt. Sollte keiner von euch vergessen, wenn ihr auswandern möchtet. Ganz wichtig, ohne Versicherung. Ich glaube, mittlerweile muss man sogar versichert sein für die Visas, eben die, wenn man hier frisch reinkommt. Bei mir war das noch nicht der Fall, aber ich bin halt schon lange versichert, weil ich schon immer wusste, diese Versicherung ist also für mich existenziell, für hier in Thailand leben zu können. Nun gut, das war es also von meiner Seite. Ich wollte euch da eben nur eine kurze auf die Fragen meiner Zuschauer eben drauf antworten. So im Allgemeinen war das ganz wichtig für mich eben, dass ihr da Bescheid wisst, weil bei meiner Versicherung ist es halt wirklich so, mit dem ab 50 und ab 60 dann nur bis 70 versichert, das ist Quatsch. Das ist also, würde ich auf keinen Fall machen, da kann die noch so gut sein, aber bis 70 nur, das geht natürlich nicht. Ne? Okay, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Vielleicht sehen wir uns heute Mittag in unserem Kochstream bei Twitch. Ja, und dann wünsche ich euch mal einen schönen Sonntag noch. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much Thai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.